Spieltag Nummer 13 in der Penny DEL. Bietigheim Steelers gegen Düsseldorfer EG war angesagt. Für Bietigheim sollte es nach den zuletzt 7 Gegentoren wieder auf die Siegerstraße gehen. Bitterverteidiger Konstantin Braun verletzungsbedingt nicht mit dabei. Er hat die meiste Eiszeit aller Verteidiger in der ganzen Liga. Auf der anderen Seite Düsseldorf zuletzt mit dem Sieg gegen Mannheim. Den Schwung wollte die DEG heute mitnehmen und ließ von Beginn an nichts anbrennen. DEG schwungvoll mit viel Speed in der offensiven Zone, zumeist unterwegs. Dieser Angriff, Alec McRae, hält einfach mal drauf und dann klingelt's zum ersten Mal hinter Leon Dubrava. Er auch heute wieder im Tor, Cody Brenner nach Verletzung immerhin wieder auf der Bank mit dabei. Hier noch abgefälscht, die Scheibe am Flattern, schwierig zu halten für ihn. Nur kurze Zeit später, die DEG wieder im Vorwärtsgang, die DEG mit Druck zum Tor. Scheibe läuft hier gut, Luca Zitterbart von oben hält einfach mal drauf und dann ist die Scheibe wieder drin. 2:0, Leo Dubrava bedient. Sieht nicht ganz glücklich aus, weil die Scheibe hinter ihm noch reintrudelt, fällt vorher noch auf die Schiene, aber müssen wir relativieren, denn er hat wenig gesehen durch den Zweikampf vor ihm. Sicht versperrt, aber dennoch das Tor zum 2:0. Und auch danach war nicht Schluss, die DEG im ersten Drittel absolut druckvoll, beeindruckend. Svensson marschiert hier und Svensson trifft zum 3:0. Das ist einfach, die DEG hat Platz, die DEG kann kombinieren. Und die DEG kann sich die Scheiben zurechtlegen. Svensson hier halb hoch Stockhand, auch da schwierig zu halten. In Drittel Nummer 2 gab es den Torwartwechsel. Zu Drittel Nummer 2 Cody Brenner, also nach Verletzung jetzt die ersten Minuten, die er jetzt wieder kriegt. Leon Dubrava raus. Sollte ein Wake-up-Call sein, nützt aber nichts. Das sei vorweg gesagt, die DEG macht munter weiter. Und das dauerte dann auch nicht lange, bis Cody Brenner wieder hinter sich greifen musste. Tobi Eder mit dem Tor zum 4:0. Auch das war nicht so richtig so geplant. Scheibe dann noch abgefälscht, sollte eigentlich noch mal ein Pässchen an den langen Pfosten werden zu Svensson, aber ihm wird es egal sein. Tobi Eder drin ist drin, 4:0 und sie ahnen, was kommt. Auch danach ging es in Richtung Cody Brenner weiter. Fischbuch hier mit unglaublich viel Platz. Kann den Korb hochnehmen, kann sich den Pass aussuchen oder soll er doch lieber schießen? Er entscheidet sich für den Pass. Dann ist es McAuley, der erstmal nicht trifft. Auch da ein bisschen kurios. Scheibe springt dann aber direkt wieder vor Fischbuch. Und er trifft zum 5:0. Quo vadis Bietigheim. Dann die beste Phase der Steelers in diesem Spiel. Vorher schon 1-2 Schüsse, gute Rushs Richtung Haukeland. Und dann ist es der erste Treffer für Bietigheim in diesem Spiel. Allerdings umstritten. Schiedsrichter ging zum Videobeweis, haben sich es nochmal angeschaut. Hier, weil Stretch da durch den Torraum marschiert und Haukeland aus der Position bringt, aber Tor zählt nach dem Videobeweis. Dementsprechend Bietigheim auf der Anzeigentafel. Aber die Antwort kam prompt. Düsseldorf wieder vorne weg, wieder einen Gang nach oben geschaltet und das reichte. Das nächste Tor für die DEG, der alte Abstand wieder hergestellt. Cody Brenner musste das nächste Mal hinter sich greifen. Dickes Brett zu bohren für Danny No und seine Mannschaft vor diesem dritten Drittel. DJ Stretch sagt uns noch, never give up, wir versuchen noch mal alles. Das war zwar in Teilen anzumerken, aber es fehlte dann auch einfach auf eine Art die Kraft. Trotzdem, Jasper, tolle Einzelleistung. Direkt in den Winkel geschweißt. Evan Jasper mit einem tollen Schuss hier für Haukeland nicht zu machen. Allerdings von der DEG selbst eingeleitet. Hier der Fehlpass über die Bande. Eigentlich perfekt vorgelegt für Jasper in den Lauf. Macht da alles richtig. Und dann ist es nochmal der Funke Hoffnung bei Bietigheim für kurze Zeit, den man spürt. Aber Daniel Fischbuch macht auch diesen zunichte mit einem unglaublich präzisen Schuss zum 7:2. Auch hier mit Platz. Nimmt den Kopf hoch. Powerplay-Situation und dann trifft er an Cody Brenner vorbei. Er auch da natürlich nicht zu halten. Die Scheibe sitzt genau. Und auch danach war noch nicht Schluss. Düsseldorf hat richtig Spaß gehabt, am Tore zu schießen. Das ist Alex Blank, der einfach mal drauf hält. Der sitzt genau am Pfosten. Hört man noch das Klingeln und auch dann ist die Scheibe drin. Und das der Endstand. 8:2 gewinnt Düsseldorf in Bietigheim. Ja, ich glaube, dass das erste Drittel heute sehr, sehr entscheidend war. Haben wir
Wir haben uns vorgenommen, genauso zu spielen wie gegen München und gegen Mannheim. Ich denke, das haben wir im ersten Drittel sehr, sehr gut gemacht, sind dann verdient 3-0 vorne gewesen. Und dann macht es natürlich hier viel, viel einfacher. I'm not sure why it was so difficult, but I'm just very disappointed the way we played. We could play much better and Sunday's a new day and we're looking forward to that game. Das Fehlen von Konstantin Braun ist mit Sicherheit ein Grund, aber mit dieser Performance in der Defensive wird es schwer, Spiele zu gewinnen. 15 Gegentore in den letzten zwei Spielen sind massiv zu viel. Düsseldorf hingegen spielt ein tolles und kompromissloses Eishockey und gewinnt auch in dieser Höhe verdient mit 8-2 in Bietigheim.